Der zweite Republikaner, der seinen Hut in den Ring wirft als Kandidat nach Obamas Abgang fürs Weiße Haus, rief bei der Ankündigung alle Freiheitsliebenden der Welt an, plus die einzige Autorität, die dieser ziemlich anarchistische Politiker sonst noch anerkennt, Gott. Today I announce with God's help, with the help of liberty lovers everywhere, that I am putting myself forward as a candidate for President of the United States of America. Rand Paul, der Augenarzt, der Amerika die Augen öffnen möchte für eine wirklich freiheitliche Politik. Er gehört zum sogenannten libertären Flügel seiner Partei. Das sind die, die die Zentralbank abschaffen, jede sich einmischende Außenpolitik unterlassen, aus der UNO austreten und dafür die Abtreibung zulassen möchten. Ein für uns ungewöhnlicher Politmix von Leuten, die aus dem Staat, wie weil ein paar uns jugendbewegte Anarchisten am liebsten, Gurkensalat machten. Andreas Kohli zeigt, dass es auch bei uns bekannte Politiker gibt, die ähnlich denken wie dieser Rand Paul. Rand Paul ist gegen jede Einmischung des Staats, gegen Steuern, gegen mehr Sozialhilfe, gegen Verbote. Er ist für die Freiheit des Individuums, für eine Gesellschaft, die auf Leistung getrimmt ist. Wenn Kongressmitglieder Apple wegen Steuertricks kritisieren, kritisiert Rand Paul lieber den Staat. Wir sollten uns bei Apple entschuldigen. Es ist der Kongress, der auf der Anklagebank sitzen sollte, weil er die bizarren, tausende Seiten dicken Steuergesetze geschaffen hat. Rand Pauls radikale Ideen finden auch in der Schweiz, im Hort des Kompromisses, Anhänger. Einer ist SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Ihm ist der Staat selbst bei der Altersvorsorge suspekt. Mein persönlicher Favorit wäre der, dass einfach jeder für sich selber vorsorgt. Sie ist intellektuelles Vorbild von Reimann und Paul. Ein Rand, Star der Libertären. Für sie ist es das höchste moralische Ziel, das eigene Glück zu finden. His highest moral purpose is the achievement of his own happiness. Ihr Hauptwerk Atlas Shrugged, bei uns erschienen unter dem Titel Der Streik, gilt in den USA als einflussreichstes Buch nach der Bibel. Es handelt vom Staat, der seine Bürger so lange bevormundet, bis sie aufgeben. Lukas Reimann überzeugt die Botschaft dahinter. Das Wichtigste im Leben ist dein eigenes Leben. Und du musst zuerst mal für dich schauen, damit du überhaupt nachher auch kannst für die Familie und für andere schauen. Und das ist eine Philosophie, wo heute falsch ausgelegt wird vom Staat. Heute haben wir die Ideologie, dass der Staat für alles und jeden und für das Leben von jedem muss schauen und nicht mehr primär der Bürger für sich selber. Auch der frisch gebackene Präsidentschaftskandidat Rand Paul lässt sich von Ayn Rand inspirieren. I am a big fan of Ayn Rand. I've read all of her novels. Er habe alle ihre Bücher gelesen und nimmt für seine Politik mit: keine Macht dem Staat, keine neuen Verbote. Laut Politstratege Greg Valier lässt sich damit vor allem bei den Jungen punkten. Studenten würden sich freuen, wenn Marihuana legalisiert würde und wenn die Regierung aufhören würde, unsere Handys abzuhören. Für sie hat Rand Paul eine verführerische Botschaft, die ihm viel Unterstützung der Jungen bringen wird. Für den Einzug ins Weiße Haus wird das kaum reichen. Es gibt einen Grund, weshalb Rand Paul nie Präsident werden wird. Er hat die Wall Street und Großunternehmen verärgert. Wall Street ist verärgert, weil Rand Paul den Einfluss der Notenbank einschränken will. Und Großunternehmen sind es, weil Rand Paul jede staatliche Unterstützung für die Wirtschaft verhindern will. Radikale Ideen als Programm. Rand Paul.